Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video Integral und Flächeninhalt Teil 1. Jetzt kann man sich denken, naja, was ist denn jetzt groß Neues? Integrale Flächen, das haben wir schon die ganzen letzten Wochen gemacht. Wir schauen mal rein. Wir haben hier den Graphen einer Funktion f gegeben, hier in dunkelblau dargestellt. Und das ist die Funktion f von x gleich x² minus 2x. Und die Aufgabenstellung ist, bestimme den Inhalt der blau markierten Fläche A. Was könnte man denn da machen? Ja gut, ich denke mir, das ist ganz einfach. Also hier sind ja sogar die Grenzen gegeben, hier in Rot, von minus 1 bis 3. Dann müsste ich hier nur das Integral von minus 1 bis 3 f von x dx ausrechnen. Ich habe es auch schon mal vorbereitet. Hier ist es. Okay, da kommt 4 Drittel raus. Kann man nachrechnen, müsst ihr aber auch nicht an der Stelle. Das klingt doch recht plausibel, oder? Ja, wenn ich es mir genau angucke, eigentlich macht das keinen Sinn. 4 Drittel ist ja so ein bisschen mehr als 1, 1,3 so ja. Ungefähr. Also 1,3 Flächeneinheiten. Jetzt gucke ich mal an. Hier, das ist ja schon fast so, wenn ich das da denke, dass hier oben, also das ganze Blaue hier ist ein bisschen mehr als eine Flächeneinheit. Ja. Das ist auch ein bisschen mehr als eine, das ist auch ein bisschen mehr als eine. Also ich denke eigentlich, dass ein Ergebnis über 3 rauskommt und nicht über 1. Das macht keinen Sinn. Was wir hier vergessen haben, Vorsicht, ist das Integral berechnet den orientierten Flächeninhalt. Das heißt, das unterhalb der x-Achse wird ja negativ gewertet und von den anderen beiden abgezogen. Das heißt, so können wir da nicht vorgehen. Was können wir denn stattdessen machen? Ja, wir müssen diese einzelnen Teilflächen einzeln voneinander berechnen. Also A1, was von minus 1 bis 0 geht, A2, was von 0 bis 2 geht und A3, was von 2 bis 3 geht. Ja, und zwar folgendermaßen. Okay, das sind drei Integrale mit jeweils unterschiedlichen Grenzen. Immerhin die gleiche Funktion. Das heißt, man muss nur einmal die Stammfunktion bilden und dann eben dreimal die richtigen Grenzen einsetzen und das ausrechnen. Und das könnt ihr jetzt auch bitte selber machen und die Lösung? Das sind 3, 2, 1. So, über diese einzelnen Schritte werden wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Das guckt euch mal in Ruhe an. Vielleicht habt ihr sogar die richtige Lösung rausbekommen. Hier kommen 4 Drittel raus, hier minus 4 Drittel, negative Flächeninhalt, und hier 4 Drittel. So, und wie kriegen wir jetzt die blau markierte Fläche A raus? Gut, das Problem ist, oder unser Übeltäter sozusagen, ist ja die mittlere Fläche mit dem Minus. Wenn wir jetzt wirklich nur eine Fläche suchen und nicht die orientierte Fläche, dann müssen wir jetzt einfach alle Flächen positiv werten. Die erste und die dritte ist schon positiv. Die zweite Fläche ist negativ. Das heißt, wir tun die aber einfach als positiv gewertet dazu machen. Und dafür gibt es in der Mathematik einen Begriff, was man da macht. Man nimmt einfach den Betrag von dieser Fläche und dann wird die Fläche automatisch positiv. So sieht es dann aus. Also die Fläche ist A1 plus der Betrag von A2 plus A3. Also 4 Drittel. Und hier jetzt plus 4 Drittel. Plus 4 Drittel. Sind es 12 Drittel. Sind 4. Gut, und du hattest vorhin die Vermutung, es ist mehr als 3. Mhm. Und das sehen wir jetzt deutlich, es sind 4. Also, das heißt, wir müssen halt jetzt unterscheiden. Wird einfach nur das Integral und damit der orientierte Flächeninhalt gebildet. Dann stimmt die 4 Drittel von oben. Oder geht es uns wirklich um die tatsächliche Fläche? Dann stimmt das von unten. Ja, aber das müssen wir nochmal klarstellen, weil hier diese Fläche A... Das stimmt jetzt nicht in dem Fall, also würde ich es jetzt hier für diesen Fall einmal durchstreichen, dass man sagt, das stimmt hier nicht. Die Fläche A ist unsere Fläche hier mit dem Flächeninhalt 4. Genau, das richtige Vorgehen schreiben wir uns jetzt auch allgemein auf. So, also wenn man den Flächeninhalt zwischen dem Graphen einer Funktion und der x-Achse ausrechnen will, in einem bestimmten festgelegten Intervall, dann geht man folgendermaßen vor. Als erstes bestimmt man die Nullstellen von f in diesem Intervall. Gut, dann macht man mit Hilfe der Nullstellen die orientierten Flächeninhalte der Teilflächen, also diese einzelnen, was wir gerade gemacht haben. Und am Ende addiert man die, achtet aber auf den Betrag bei negativen Flächeninhalten. Gut, jetzt kommt mir nur eine Sache komisch vor. Teilflächen haben wir bestimmt, Beträge haben wir addiert. Wir haben aber nirgends Nullstellen bestimmt, gerade eben. Na gut, bei dem Beispiel gerade, gehen wir doch gerade mal hin. Da mussten wir auch keine Nullstellen bestimmen, denn wir hatten die Skizze und die Skizze hat uns die Nullstellen schon vorgegeben. Einmal bei 0, 0, 0, der Ursprung, und einmal bei 2, 0. Ah, und das heißt, unsere Nullstellen, die wir ja normalerweise rechnerisch bestimmen, wie es gerade in der Regel hieß, wenn wir die Grafik nicht haben, dienen dazu, unsere Grenzen rauszufinden. Denn die allererste Grenze des minus 1 war die linke Grenze des Intervalls, die letzte Grenze, die 3, war die rechte Grenze des Intervalls und alle anderen Grenzen dazwischen waren unsere Nullstellen. Deswegen bestimmen wir die Nullstellen und so auch in folgender Beispielaufgabe.
So, die Aufgabe lautet, wie groß ist der Inhalt der Fläche, die der Graph von f von x gleich 4 minus x Quadrat mit der x-Achse einschließt? Okay, erster Schritt unseres Schemas. Ja, wir berechnen die Nullstellen, ganz klar. Und die Nullstellen von dieser Funktion, das kriegt ihr selber hin, ist gar nicht so schwer. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, wir haben die Funktion 0 gesetzt und ja, im Endeffekt kamen dann die Nullstellen raus, x1 gleich minus 2 und x2 gleich 2. So, im zweiten Schritt bestimmen wir jetzt die ganzen Teilflächen. Aber jetzt haben wir ein Problem. Es sind gar nicht die Intervallgrenzen angegeben wie vorhin. Ja, dann ist das Beste, man stellt sich das Ganze erstmal vor. Das heißt, man macht eine kleine Skizze. So, wegen dem minus x Quadrat wissen wir schon, das ist eine umgedrehte Parabel. Und wegen der 4 wissen wir, die ist um 4 nach oben verschoben. Gut, ihr müsst aber an der Stelle eigentlich keine Skizze machen. Die dient jetzt nur der Erläuterung, warum wir keine Intervallgrenzen brauchen. Nämlich, vorhin hatten wir die Grenzen zur Beschränkung, weil die Funktion nach links und rechts eine offene Fläche hatte. Diese Fläche hier ist zwischen der x-Achse und der Funktion aber komplett abgeschlossen. Das ist ein einziger Raum hier drin. Das heißt, wir brauchen keine zusätzlichen Grenzen. Unsere Integralgrenzen sind einfach minus 2 und 2. Und deswegen machen wir jetzt den zweiten Schritt und berechnen einfach nur ein einziges Integral. Und das macht ihr jetzt bitte selbst. Genau, das Integral von minus 2 bis 2 und die Lösung sind 3, 2, 1. So, man bildet die Stammfunktion, das sollte mittlerweile ganz gut hinhauen. Man setzt die Grenzen ein, minus 2 bis 2, rechnet das Ganze schrittweise durch. Wenn bei euch irgendwie ein Fehler drin ist, pausiert einfach und guckt nach. Es sollte am Ende rauskommen, 32 Drittel. Eine Sache kann man kurz erwähnen, und zwar haben wir hier ein bisschen geschickt gerechnet. Normalerweise rechnen wir von links nach rechts. Also würde man hier rechnen 8 minus 8 Drittel und das zusammenrechnen. Aber das ist ein bisschen umständlich. Man rechnet am besten 8 plus 8, das gibt 16. Und dann die minus 8 Drittel, die anderen minus 8 Drittel zu minus 16 Drittel. Das ist deutlich einfacher. Genau, so, und jetzt kriegen wir am Ende 32 Drittel raus. Und der dritte Schritt ist jetzt ja, dass man alle Teilflächen addiert und die negativen positiv nimmt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es gibt nur eine einzige Teilfläche, die ist schon positiv. Das heißt, hier stimmt tatsächlich der Orientierte mit dem tatsächlichen Flächeninhalt überein. Solche Situationen kann es auch mal geben. Und folgendermaßen würde man das dann jetzt noch sauber aufschreiben. A ist gleich 32 Drittel oder wenn einem eine Dezimalzahl lieber ist, 10, Periode 6 Flächeneinheiten. So, das heißt also für uns, wenn Intervallgrenzen angegeben sind, nimmt man die als zusätzliche Integralgrenzen mit dazu, dann gibt es mehr Teilflächen. Wenn die nicht gegeben sind, nimmt man lediglich die Nullstellen, so das, was wir hier gemacht haben. Beide Aufgabentypen werden euch im Unterricht begegnen. Bis dann, ciao. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.